herzlich willkommen, liebe festliche Gemeinschaft, zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Aber ich denke, es ist passend, eine außergewöhnliche Sponsion abzuhalten unter diesen außergewöhnlichen Studienbedingungen, die Sie alle erlebt haben. Die Außergewöhnlichkeit ist natürlich durch den Standort gegeben, wird auch ein bisschen durch den Ablauf vorprogrammiert sein. Nichtsdestotrotz sind wir uns schon bewusst, dass das eine sehr festliche Angelegenheit ist und haben uns dementsprechend auch bemüht, Ehrengäste für Sie zu laden. Der erste, der zu Ihnen sprechen wird, ist Wirtschaftskammerpräsident Josef Herg. Ja, liebe Absolventinnen und Absolventen, geschätzte Familienangehörige, werte Professorinnen und Professoren, geschätzte Fest- und Ehrengäste, ich darf Sie im Namen der Wirtschaftskammer Steiermark und auch im Namen des Campus 02 der Fachhochschule der Wirtschaft sehr, sehr herzlich begrüßen zu einer ganz besonderen Sponsionsfeier, um natürlich auf der einen Seite einmal Danke zu sagen, danke an Ihre Leistung, die Sie in den letzten Jahren hier erbracht haben. Danke natürlich auch an die Verantwortlichen, die Sie gelehrt haben und auch ein Danke an die Familienangehörigen. So eine Ausbildung ist immer eine große Herausforderung und ein durchaus sehr intensiver Faktor. Ich darf Ihnen auch versichern, die Wirtschaft wartet auf Sie. Sie können jetzt mit dem erworbenen Wissen auch dazu beitragen, dass in schwierigen Zeiten, und zugegebenerweise haben wir ja auch schwierige Zeiten, die steirische Wirtschaft, die österreichische Wirtschaft darüber hinaus wieder gut entwickeln kann, um natürlich auch für die Zukunft fit zu sein. In Krisenzeiten haben wir gelernt, dass sich viele Situationen verändern. Manche Entwicklungen können wir nicht beeinflussen. Der wesentlichste Faktor, der eine Konstante hat, ist Ausbildung und Qualifizierung. Diese Qualifizierung, diese Ausbildung und diese Kompetenz, die Sie erreicht haben, machen Sie auch, wenn ich das so sagen darf, krisenresistent. Das ist der wesentlichste Punkt. Dazu wollen wir als Wirtschaftskammer und natürlich auch die Fachhochschule Campus 02 beitragen. Wir wollen Sie hier gut ausbilden und entwickeln und darf hier auch festhalten, auch in weiterer Zukunft den Kontakt und auch die Beziehung zu Ihrer Fachhochschule und auch zu unserer Organisation weiterzutragen, weiterzuentwickeln. Wir sind auch das Unternehmen der steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer und stehen natürlich für alle Fragen im unternehmerischen Bereich immer für Sie da und werden Sie auch dementsprechend informieren. Das Wichtigste ist, Ihnen einmal zu gratulieren. Sie haben eine hervorragende Arbeit geleistet, Sie haben einen hervorragenden Einsatz gezeigt und nicht immer in einfachen Zeiten, und das ist eine besondere Würdigung notwendig, und das darf ich hier noch einmal aussprechen. Ich darf Ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen, weiterhin viel Glück und Erfolg, und bitte bleiben Sie in Kontakt mit uns, weiterhin alles Gute. Als Hochschule sind wir natürlich auch hin und wieder auf Unterstützung angewiesen, ganz besonders für unsere Projekte in der angewandten Forschung und Entwicklung. Verantwortlich dafür ist zumeist unsere Wissenschafts- und Wirtschaftslandesrätin, Frau Magister Barbara Aibinger-Middel. Auch sie hat sich eingestellt. Geschätztes Team der Fachhochschule Campus 02, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber geschätzte Absolventinnen und Absolventen. Ich gratuliere Ihnen Corona-bedingt auf diesem Wege sehr herzlich zum Abschluss Ihres Studiums. Sie können sehr stolz auf Ihre Leistungen sein, und ich bin davon überzeugt, dass Sie damit den Grundstein für den weiteren beruflichen Erfolg gelegt haben. Denn die Fachhochschule Campus 02 ist nicht nur für hervorragende Lehre, sondern auch für angewandte Forschung am Wirtschaftsstandort Steiermark bekannt und bewährt. Sie sind als Absolventinnen und Absolventen dieser Fachhochschule dafür bestens gerüstet, um den Wirtschaftsstandort Steiermark gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln. Das ist gerade in dieser herausfordernden Zeit von besonderer Bedeutung, aber ich denke, wer, wenn nicht das Innovationsland Steiermark mit den herausragend ausgebildeten Fachkräften, ist in der Lage, diese besondere Situation zu meistern, und wir werden diese Krise als Chance nutzen. In diesem Sinne, alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Thank you.
Nun kommen wir aber zu den Ersten im Lande und den Beginn macht Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ich darf Ihnen auf diesem Weg aufs Herzlichste zum Abschluss des Studiums an der Fachhochschule Campus 02 gratulieren. Gerade unter den außergewöhnlichen Umständen ist es in Wahrheit eine großartige Leistung, die Sie für Ihren Studienabschluss erbracht haben. Viele von Ihnen haben das Studium berufsbegleitend absolviert und damit trotz der Doppelbelastung einen akademischen Grad erlangt. Gerade davor habe ich größten Respekt. Als Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule der Wirtschaft stehen Ihnen nun zahlreiche Türen offen. Gerade jetzt brauchen wir junge Menschen wie Sie in der Wirtschaft, die mit Zuversicht, Innovationskraft und Mut die Zukunft gestalten und unsere Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Auf diesem Weg darf ich Ihnen daher alles Gute und viel Erfolg für Ihre Zukunft wünschen. Und den Abschluss macht der Einser im Land Österreich, nämlich Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ein Studium kann ganz schön anstrengend sein. Durchhalten ist nicht immer ganz einfach. Als ehemaliger Student und späterer Uniprofessor weiß ich ziemlich genau, was das ist. Was ich natürlich nicht weiß, ist, wie beendet man erfolgreich ein Studium während einer Pandemie? Sie haben das geschafft. Und deshalb verdient Ihr Abschluss heute vor allem eines: Respekt und eine ganz, ganz herzliche Gratulation. Sie haben im Studium viel gelernt, klar, aber eines finde ich jetzt besonders wichtig, gerade jetzt. Wissenschaftliches Denken lebt von Kontroversen, von Diskussionen, von Ungewissheiten. Es gibt nicht immer ein eindeutiges Ja oder Nein, richtig oder falsch, schwarz oder weiß. Und schon gar nicht gibt es immer auf alles sofort eine Antwort. Auch nicht auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das ist natürlich nicht immer leicht zu verstehen, vor allem in einer Zeit, in der wir sehnsüchtig eindeutige Antworten erwarten. In diesem Sommersemester waren es die Hochschulen selbst, die vor ungewissen, komplexen Situationen standen. Neue Handlungsabläufe mussten gesetzt werden, Lehrende und Studierende mussten gemeinsam Wege aus der Krise finden, oft unter großem Zeitdruck. Das Engagement, unter diesen Umständen sein Studium abschließen zu können, macht den Abschlussjahrgang zu etwas ganz Besonderem. Daher nochmals herzliche Gratulation. Ich wünsche Ihnen eine schöne Feier und alles Gute für die Zukunft. Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen der Studienrichtung IT und Wirtschaftsinformatik, liebe Familien, Freunde, dieser Tag der Sponsion, auf den freue ich mich das ganze Jahr. Ich freue mich über viele Dinge. Aber das Schöne an unserem Beruf ist, genau diese Tage mit Ihnen zu erleben, nach vielen Jahren des gemeinsamen Weges. Dieser Weg ist nicht immer leicht. Der hat Höhen und Tiefen. Gerade berufsbegleitend, dual oder berufsermöglichend zu studieren, ist eine riesige Herausforderung. Viele wissen das, alle wissen das. Sie spüren das, haben das gespürt die letzten Jahre. Dieser Weg ist auch für uns nicht immer leicht. Wir begleiten Sie. Wir schaffen für Sie die Rahmenbedingungen und wollen mit Ihnen gemeinsam dieses eine große Ziel erreichen. Heute ist es soweit. Und deswegen auch immer der Tag der Sponsion, für mich ein Tag der großen Freude, der Dankbarkeit, aber auch des Nachdenkens. Ich möchte Ihnen Danke sagen. Danke, dass wir die letzten 3 Jahre, die letzten 4,5 Jahre
diesen gemeinsamen Weg gegangen sind. Ein wunderschöner Aspekt meines Berufes ist, und viele von Ihnen wissen das noch vielleicht aus dem ersten Semester, aus den ersten Wochen des Studiums, dass ich Sie begleiten darf, dass ich Sie bei Ihrer Entwicklung beobachten darf. Und das freut mich immer ganz besonders. Nicht nur, was Sie an Wissen aufbauen, sondern wie Sie Ihre Persönlichkeit weiterentwickeln. Das ist wunderschön und für das bin ich dankbar. Ich danke Ihnen auch, dass Sie dieses Studium gewählt haben. Rational ist klar, ist das beste Studium, das Sie gemacht haben. Wirtschaft und Technik, was gibt es Besseres? Deswegen möchte ich heute mich bei Ihnen persönlich bedanken, aber auch all jene danken, die das mit mir gemeinsam ermöglichen. Also bei Ihnen habe ich mich jetzt schon, glaube ich, dreimal bedankt. Ich werde es auch öfters tun, auch im persönlichen Gespräch. Ich möchte auch unserer Geschäftsführung Rektorat danken für die Rahmenbedingungen, die wir hier haben. Wir können uns auf das konzentrieren, was Sie brauchen, wie Sie Ihr Studium erfolgreich abschließen können. Ich möchte mich natürlich auch bei meinem Team bedanken. Sie kennen sie alle. Wir sind schon so viele, dass ich nicht mehr alle einzeln aufzählen kann, aber ich glaube, das IWI-Team verdient besonderen Dank. Und natürlich möchte ich mich auch bei unseren Gesellschaftern bedanken, die auch maßgeblich unsere Rahmenbedingungen positiv gestalten, aber vor allem auch bei allen Unternehmen und bei der steirischen Wirtschaft. Einen Vertreter, den werden Sie im Anschluss gleich hören, stellvertretend möchte ich unseren, Ihrem Captain Willi Erhard danken. Aber der wird gleich zu Ihnen sprechen. Also, abschließend, ich hoffe, wir sehen uns oft wieder. Wenn diese lästige Pandemie dann irgendwann zu Ende ist, können wir uns ja auch persönlich wieder öfters treffen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Verbundenheit mit uns und ein erfolgreiches weiteres Leben. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Festgäste, liebe Absolventinnen und Absolventen, sowohl der Studienrichtung Automatisierungstechnik als auch natürlich unserer Nachbarstudienrichtung Wirtschaftsinformatik Informationstechnologien, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier und heute mit der ATB 18 und der ATM 19 die Sponsion begehen kann. Vor einem Jahr bin ich schon da gestanden und habe von außergewöhnlichen Zeiten gesprochen, so wie wir es jetzt schon des Öfteren gehört haben. Wenn ich jetzt aber zurück überlege, dann haben Sie wesentlich außergewöhnlichere Zeiten erlebt, denn Ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ihnen haben gerade mal nicht ganz ein Semester unter diesen Bedingungen bei uns studiert. Bei Ihnen waren sie im Bachelorstudium eigentlich fast 50% und das mit laufendem Wechsel der Bedingungen. Sie können sich erinnern von eben Präsenz auf ganz online, dann zurück im positiven Sinne. Wir waren alle frohen Mutes, diese hybride und geteilte Lehre, einen Schritt zurück in die Präsenz gehen zu können, dann aber wieder zurück zur Online-Lehre. Gott sei Dank konnten wir die Laborübungen das ganze Jahr oder diese eineinhalb Jahre der Pandemie fast bis jetzt durchführen. Und da gilt mein besonderer Dank an Sie als unsere Studierenden, denn Sie haben alle Maßnahmen, die wir uns überlegt haben, die wir vorgeschrieben bekommen haben, einfach mit einer Offenheit und mit einem gemeinsamen an die Sache gehen, mit einem konstruktiven und kooperativen Ansinnen getragen und eben über diese eineinhalb Jahre es ermöglicht, dass wir das durchführen konnten. Großes Danke gleich an erster Stelle eben auch den Lehrenden, denn sie mussten sich nicht nur organisatorisch und didaktisch auf neue Situationen einstellen, sondern vor allem auch psychologisch. Sie kennen das mittlerweile, wenn Sie vor dem Monitor sitzen und eben nicht Ihre 30 Studierenden vor sich haben, in die Gesichter schauen können und auch die Emotionen und auch den sozusagen
Vorgang der Wissensvermittlung etwas beobachten können, sondern sie schauen in einen Monitor, wo sie vielleicht ein paar weniger Gesichter sehen. Das ist einfach nicht vergleichbar. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Gott sei Dank Laborübungen im Haus, aber auch hier die psychologische Herausforderung, sind die Schutzmaßnahmen ausreichend, kann uns unter Anführungszeichen nichts passieren, setze ich mich als Lehrender, aber auch als Studierender einer Gefahr aus oder nicht. Und deshalb gebührt wirklich ein großer, großer Dank den Lehrenden, die hier in vielerlei Hinsicht, genau wie Sie als Studierende natürlich, offen waren für Neues und vor allem gemeinsam die Sache angegangen sind. Beim Dank anschließen möchte ich natürlich beim AT-Team, und da gehört auch sehr viel dazu, gerade in diesen Zeiten von der Organisation, wie gesagt, laufend sich auf neue Bedingungen einzustellen, bis hin zur Betreuung ihrer Abschlussarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten. Und deshalb ein herzliches Danke an das AT-Team. Wer gesellt sich da mit ein? Vielen, vielen herzlichen Dank. Ein Dank auch an die Geschäftsführung, an den Erhalter. Wir konnten in diesem Jahr trotz der Pandemie unser House of Automation beziehen. Ein Gebäude in diese Richtung, ein paar Meter, wo wir jetzt alle Labore und Büroräumlichkeiten der Automatisierungstechnik zusammenführen konnten. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Ich drehe mich mal um. Ist wirklich eine tolle Sache und können jetzt ganz andere Bedingungen unseren Studierenden anbieten. Stellvertretend auch bei mir für die Unterstützung aus der Wirtschaft. Viele von Ihnen haben ihre Bachelor- und Masterarbeiten eben in den Unternehmen der beruflichen Tätigkeit geschrieben, auch den AT-Captains, und zwar der ATB 18, dem Herrn Gerhard Schiefer, Chief Automation Officer der Andritz AG. Herzlichen Dank, Gerhard. Und für den Master-Jahrgang ATM 19, den Stefan Rohringer, Vice President Infineon Technologies AG. Herzlichen Dank. Ganz wichtig für uns, dass wir eben auch hier die Schnittstelle und die Unterstützung der Wirtschaft bekommen, und deshalb ein herzliches Dankeschön. Und natürlich zu guter Letzt die Schnittstelle zwischen Captains, Studierenden, Studiengangsleitung, Studierenden, Lehrenden, Studierenden ist und bleibt die Jahrgangsvertretung. Und deshalb herzlichen Dank ATB 18 an die Herren Jöbstl, Eder und Tibet, und in der ATM 19 an den Herrn Lauko, an die Frau Rebecca Gut und an den Herrn Windisch. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und wie gesagt für das gemeinsame Arbeiten. Ein Gedanke noch angehängt: Sollten Sie in dieser Pandemie auch überlegt haben, ob die Studienwahl die richtige war, dann lasse ich mich jetzt nicht auf eine Diskussion des besten Studiums ein. Ja, das ist für mich eh klar und für alle ATler auch. Aber ich darf Ihnen versichern, die Wahl war eine richtige, denn wir haben gesehen, welche Abhängigkeiten wir in den Lieferketten haben. Und wenn wir hoffentlich Produktion wieder zumindest teilweise zurück nach Europa holen wollen und werden, dann ist das natürlich nur mit einem hohen Automatisierungsgrad möglich. Zweite große Herausforderung ist natürlich das Klima und die Klimaziele. Auch hier wissen wir, dass kürzere Transportwege als auch beispielsweise der effiziente Energieeinsatz einen großen Beitrag leisten können, um hier in die richtige Richtung zu gehen. Und wir wissen, dass die Automatisierung natürlich da ebenfalls einen großen Beitrag leisten kann und wird. Insofern tolle Entscheidung, richtige Entscheidung, eine große Zukunft steht Ihnen bevor, und ich wünsche Ihnen und uns, dass Sie Ihr Wissen, Ihre Kenntnisse in diesem Sinn gestalterisch anwenden können, und bedanke mich noch einmal sehr herzlich bei Ihnen und gratuliere sehr herzlich zu dem tollen Erfolg. Dankeschön. Ich werde mich jetzt nicht in die Diskussion um die wichtigste und die beste Studienrichtung einmischen. Ich werde mich aber einmischen insofern, als ich mit Ihren Captains, die ja schon vorgestellt wurden, ganz kurz plaudern möchte. Für uns sind Captains eine ganz wichtige Einrichtung. Sie dokumentieren zum einen unseren Anspruch, den wir als Fachhochschule der Wirtschaft haben, dass wir nicht nur akademische Aus- und Weiterbildung bieten, sondern die auch auf einem sehr anwendungsorientierten Niveau. Und Ihre Captains waren sozusagen zum einen Bindeglied und äußerlich sichtbares Zeichen für diesen Gedanken, und zum zweiten waren Sie
auch Mentoren, die Sie durch den Jahrgang begleitet haben. Herr Schiefer, darf ich mit Ihnen vielleicht beginnen? Was war für Sie die Motivation, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben als Captain? Ja, wir als Andritz sind ein etabliertes Unternehmen, ich hätte fast gesagt altes Unternehmen. Die Automatisierung ist ein bisschen jünger. Wir haben uns aber entschlossen, vor einem Jahr mehr daraus zu machen, auch geschäftlich. Und für uns war jetzt der ausschlaggebende Punkt, wenn man jetzt mit Zukunftstechnologien arbeitet, wollen wir auch mit jungen Leuten arbeiten. Das bringt die Agilität in so ein Unternehmen und bietet auch uns in einer Win-Win-Situation Zugriff auf die Lehre, auf zukünftige Mitarbeiter. Und das waren eigentlich die Haupttreiber in dieser Entscheidung. Danke. Herr Ohringer, gibt es irgendetwas, das Ihnen an Ihrem Jahrgang, dem Sie als Captain vorgestanden haben, besonders aufgefallen ist? Ja, abgesehen davon, dass es sehr schwierig war, drei Zahlen. Ich fange mit zwei an, 34 und 28, das ist nicht die Temperatur bei Ihnen und bei uns herum. 34 haben begonnen, 28 sind schon fertig, das finde ich wirklich unter den Umständen ganz, ganz hervorragend. Hut ab dazu. Und die anderen sechs, die werden das sicher noch in den verbleibenden Wochen, sage ich einmal, auch noch abschließen. Und die dritte Zahl ist die gleiche Zahl, wieder die Zahl 6, hat aber jetzt nichts mit der Differenz zwischen 34 und 28 zu tun, sondern dass wir auch sechs junge Frauen hier in dem Master drin haben. Und das ist mir ein Riesenanliegen, mir als Person, aber auch uns als Infineon. Wir haben einfach viel zu wenig Frauen in der Technik. Trauen Sie sich, machen Sie Werbung, die sechs, Sie haben sich getraut, Sie haben es gemacht, Sie haben gesehen, es geht. Bitte, bitte bringen Sie noch viel mehr junge Frauen in die Technik. Es ist spannend, es ist interessant und wir brauchen es für die Fragen, die auch vorhin schon angesprochen worden sind. Herr Erhard, wie schätzen Sie die Zukunftsfähigkeit, die Einsetzbarkeit der Absolventinnen und Absolventen ein? Ja, bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich Ihnen nochmal persönlich alle wirklich zu diesem Studienabschluss trotz der Pandemie, trotz der ganzen Herausforderungen, die die Zeit da mit sich gebracht hat, gratulieren. Ich möchte mich nicht auf eine Diskussion einlassen, was für Studiengang jetzt besser oder schlechter ist. Ich würde grundsätzlich sagen, dass technische Berufe, technische Studiengänge ganz stark im Aufwind sind, auch in der Wirtschaft. Es werden IT-Fachkräfte, Softwareentwickler so gesucht wie, glaube ich, noch nie zuvor. Das heißt, auch in diesem Bereich haben Sie sich, ob jetzt Automatisierung oder IWI, auf jeden Fall für das Richtige entschieden. Die Entscheidung war also die richtige. Die Studien sind abgeschlossen. Was würden Sie jetzt so als Botschaft den Absolventinnen und Absolventen für die Zukunft mitgeben? Auf jeden Fall, Sie sind jetzt mit dem Wissen auf der Höhe der Zeit in Ihrem Studienbereich. Meine Empfehlung ist wirklich hier weiter in die Ausbildung zu gehen, damit Sie auf diesem Level bleiben und auch diesen Vorsprung, was Sie jetzt haben, weiter ausbauen können. Dankeschön. Herr Ohringer, darf ich auch Sie noch um eine Message für die Zukunft an die Damen und Herren bitten. Schließe mich dem Thema voll an. Technik absolut spannend und für die Fragestellungen, die vor uns liegen, wird Technik einen ganz, ganz massiven Beitrag leisten. Sie alle haben die Chance zu helfen bei diesen großen Fragestellungen. Und ja, das Lernen hört nicht auf. Ja? Also auch wenn man jetzt so erleichtert ist, jetzt kriege ich dann meine Urkunde. Sie wissen jetzt, wie es funktioniert, sich neues Wissen anzueignen. Und was wir alle in 10 Jahren brauchen werden, ist heute vielleicht nur in Teilen bekannt. Dranbleiben und Sie können einen Riesenbeitrag leisten. Dankeschön. Herr Schiefer, bitte, die Botschaft für die Zukunft. Die Botschaft für die Zukunft, einmal Hochachtung an euch, dass ihr das berufsbegleitend geschafft habt. Dazu gehört Durchhaltevermögen. Das ist nicht selbstverständlich. Was euch auch bewusst sein sollte, ihr habt ein Gratisstudium dazu bekommen, angewandte Digitalisierung. Das klingt zwar launig, ist aber jetzt auch aus der Betriebspraxis absolute Notwendigkeit. Wer hätte sich vor einem Jahr gedacht, dass man Zellstoffanlagen bei MS Teams nicht in Betrieb nimmt, das auch, aber vergeben werden, dass man es mit dem Kunden verhandelt, wäre unvorstellbar gewesen. Was ich euch auch noch klar mitgeben möchte, ist Automatisierung, da ist Strom drin und jeder, der mit Strom zu tun hat, weiß, was Leitung ist, was eine leitende Position ist. Und ich kann euch nur sagen, Automation hat Zukunft, Automation wird die Zukunft gestalten und ich bin stolz auf euch, ihr werdet in leitenden Positionen die Zukunft gestalten. Dankeschön. Sie haben also gehört, was auch immer Sie gewählt haben, es war die richtige Wahl, es war die Wahl zur Leitung, es war zum Thema Strom
zur Leitung und hoffentlich nicht zum Kurzschluss. Jedenfalls auch von mir herzlichen Glückwunsch zu Ihren Leistungen, zum Abschluss Ihres Studiums. Und jetzt übergebe ich wieder an Christina Edlinger-Bloder. Jetzt wird es richtig ernst und feierlich. Ich möchte anschließen in der Frage der Studienwahl bei der Aufforderung, doch weiterzulernen. Ich darf Ihnen sagen, sehr, sehr stolz sind wir heute auf die ersten Absolventinnen und Absolventen unseres ersten dualen Studiums Business Software Development. Sie sind irgendwo verstreut darunter. Das waren wirkliche Pioniere. Aber wir haben Data Science und Smart Automation neu im Programm. Also wenn Sie hinauffahren, können Sie die Runde machen. Der Studienservice ist offen und nimmt Ihre Anmeldungen gerne entgegen. Nun aber zum Eigentlichen einer Sponsion, nämlich zur Ableistung des akademischen Eides. Dazu zwei Vorbemerkungen. Bitte nehmen Sie Haltung an im Auto. Und machen Sie etwas, was Sie sonst nie tun dürfen. Heute ist es erlaubt, nachdem die meisten Absolventinnen und Absolventen auf der Beifahrerseite Platz nehmen durften. Sie dürfen zur Bestätigung ins Lenkrad greifen und betätigen Sie nach Verlesung des Textes die Hupe lautstark. Ich verspreche, den Wissenschaften in Wahrhaftigkeit zu dienen, ihre Ziele zu fördern, das durch das Studium erworbene Wissen verantwortungsvoll einzusetzen und dadurch an der Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft mitzuwirken. Ich verspreche in meinem Verhalten, das allgemeine Wohl zu beachten, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, meiner Hochschule verbunden zu bleiben und mich dadurch des akademischen Grades würdig zu erweisen. Bitte. Das hört sich nach erfolgreich bestanden an. Und als Belohnung dafür dürfen wir Ihnen jetzt ganz kurz noch präsentieren. Die Jahrgangsvertreterinnen haben sich mit einem Statement eingestellt. Wertes Team des Campus 02, wertes Lektorat, liebe Angehörige, Familie, Freunde, liebe Studierende, liebe ATP-Aktien. 3 Jahre des Bachelorstudiums liegen hinter uns, vollgefüllt mit den verschiedensten Emotionen. Egal, ob die Nervosität vor einer schwierigen Prüfung, die Enttäuschung darüber, bei einer Familienfeier oder Feier mit Freunden nicht dabei sein zu können, oder die Freude über den Erfolg, über einen schwierigen Teil des Studiums. Ich bin mir sicher, all diese Emotionen und Erfahrungen werden uns in Zukunft sehr viel bringen. Deshalb, liebe ATP-Aktien, herzliche Gratulation zu diesem außerordentlichen Erfolg und ihr könnt mit Stolz mit dem heutigen Tage euer Bachelorzeugnis in den Händen halten. Daher herzlichen Dank an alle Unterstützer, Familien, Freunde und dem kompletten Team der Automatisierungstechnik für stets professionelle und aufopferungsvolle Hilfe. Wir waren ein sehr ruhiger, dafür freundlicher, sympathischer und ehrlicher Jahrgang und wir haben als Gemeinschaft die letzten 3 Jahre ohne größere Schwierigkeiten überstanden. Ich wünsche alle vom Jahrgang alles Gute auf Ihren weiteren Weg, wo auch immer ihr euch auch hinführen mag und mal schauen, vielleicht gehen wir ja wieder mal ein paar Schritte dieses Weges gemeinsam. Dankeschön. Herr Lauker? Ja? Können Sie bitte Ihre Kamera einschalten, wenn Sie sprechen, damit man auch Ihr Gesicht sehen kann? Oh, natürlich, kein Problem. Das habe ich total vergessen. Sehr geehrte Festgäste, hochgeschätzte Lektoren, liebe Studiengangsleitung inklusive Office, aber vor allem liebe Freunde und Kollegen der ATM 19.
Diese und viele andere Szenen haben wir zu Genüge in den letzten Semestern erlebt. Es war wirklich eine Ausnahmesituation, die wir alle Studenten sowie Lektoren außerordentlich gemeistert haben. Und dafür möchte ich mich bedanken. Aber was mir ganz besonders am Herzen liegt, euch, meine Kollegen und Freunde, zu danken für das Vertrauen, das ihr meinen Stellvertretern und mir in den letzten Jahren entgegengebracht habt. Es war mir jeden Tag eine Ehre, unseren Jahrgang vertreten zu dürfen. Ich wünsche euch aus tiefstem Herzen alles, alles Gute für eure Zukunft und dass eure Träume in Erfüllung gehen. Sie, ATM19. Sehr geehrte Lehrende und Vertreterinnen und Vertreter der Fachhochschule, werte Mitstudierende und Festgäste, im Namen aller Absolventinnen und Absolventen sowie der Jahrgangsvertretung des Jahrgangs IW 18 darf ich nun einige Worte an Sie richten. Wir danken unseren Verwandten, Bekannten und Freunden, dass sie uns unabhängig von der Situation tatkräftig zur Seite gestanden sind. Besonderer Dank gilt allen Lehrenden, der Studiengangsvertretung, der Studiengangsleitung sowie allen Fachbereichskoordinatoren und Koordinatoren, die uns in den letzten 3 Jahren immer ein offenes Ohr geschenkt haben und vor allem uns bei der Erreichung unserer Ziele tatkräftig unterstützt haben. Des Weiteren gilt unser Dank dem gesamten Team der Fachhochschule Campus 02, welches uns mit organisatorischem und fachlichem Know-how durchgehend zur Seite gestanden ist. Herzlichen Dank, eure Jahrgangsvertretung. Genau vor 1025 Tagen haben wir uns als allererster Jahrgang des Studiengangs Business Software Development in den allbekannten Steiermark-Saal gesetzt. Dort begann die lange Reise zu unserem Bachelorabschluss, welchen wir heute erhalten werden. Als Pilotjahrgang war es nicht immer einfach. Und zusätzlich kam dann ab dem 4. Semester ein kleiner unscheinbarer Virus hinzu, welcher unser Studenten- und Privatleben auf den Kopf stellte. Aus Präsenzunterricht wurde Online-Unterricht. Aus Kaffeepausen und Prüfungsbier wurden Teams-Meetings. Und auch Projektarbeiten wurden durch die Online-Abwicklung nicht wirklich einfacher. Dennoch konnte uns die Studiengangsleitung sowie Lektorinnen und Lektoren eine ausgezeichnete Lehre bieten und so einen perfekten Grundstein für unser künftiges Arbeitsleben legen. Aber nicht nur die Lehre steht hier heute im Mittelpunkt. Denn was wäre ein Unterricht, wenn ihn niemand organisiert? Hier ist es uns wichtig, das Office-Team zu erwähnen. Mit jeglichen Sorgen und Wünschen konnten wir uns an euch wenden. Und ihr habt jedes Mal mehr als nur das Beste für uns gegeben. So, und abschließend möchten wir uns im Namen aller Studierenden im BSD 2018 bei allen Mitwirkenden der FH Campus 02 für einen herausragenden und reibungslosen Studiengang bedanken und freuen uns nun auf unseren wohlverdienten Sommer. Sehr geehrte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute dürfen wir endlich unseren Studienabschluss feiern. Diesen hätten wir aber nicht erreicht, wenn wir nicht so viel Unterstützung gehabt hätten. Stellvertretend für den Masterjahrgang IT und Wirtschaftsinformatik 2019 darf ich mich bei Partnern, Eltern, Verwandten und Bekannten bedanken, die mit uns gemeinsam Täler durchwandert und Berge erklommen haben. Stefan Grünwald, unserem Studiengangsleiter, sei gedankt, dass er mit seiner unkomplizierten Art und mit immer offenen Ohren uns bei Herausforderungen und Problemen geleitet hat. Den Lehrenden im Masterstudium sei gedankt, dass sie uns ihr Wissen vermittelt haben und damit unser Wissen und unsere Neugier gefördert haben. Der Geschäftsführung der FH Campus 02 sei gedankt für ein wunderbares, attraktives und modernes Arbeitsumfeld, das sowohl physischer als auch digitaler Natur war. Abschließend möchte ich mich natürlich noch bei den Damen aus dem IW-Office bedanken, die uns immer wieder den Dschungel aufgezeigt, aber auch einen Weg aus ihm gezeigt haben. Ja, jetzt dürfen wir endlich losfeiern.
Ein Hoch auf uns. Ja, nach diesen Worten und Einspielungen dürfen jetzt zum Abschluss noch zu den Klängen des Gaudia Musici Tour beginnen, uns aufzuschlichten. Der Weg wird freigemacht auf die Bühne. Bitte kommen Sie zu uns, Ihr Abschluss erwartet Sie. Absolventen vorstellen, den Herrn Georg Scharzenberger, Bachelor of Science in Engineering. Seine Bachelorarbeit zum Thema Anforderungen an die Aggregatelagerung eines elektrischen Fahrzeugantriebs hat er bei Magna Steyr Fahrzeugtechnik geschrieben. Die zweite Arbeit ebenfalls für Magna Steyr, die Entwicklung eines Berechnungstools zur konzeptionellen Dimensionierung der Aggregatelagerung elektrischer Fahrzeugantriebe. Und er möchte sich herzlich bei seiner Familie bedanken, das ihn auf diesem Weg begleitet hat und heute auch hier ist. Und auch der Freundin, die alle Höhen und Tiefen mit ihm durchgestanden hat. Also Sie sehen schon, wir werden reihum die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Ich und mein Kollege aus der Wirtschaftsinformatik, mein Name ist Dieter Lutzmeier, ich bin hier der Platzsprecher. Ich darf Sie sozusagen offiziell begrüßen und auf die Bühne geleiten und ein paar Worte zu Ihrer Person sagen. Was Sie mir draufgeschrieben haben, das versuche ich vorzulesen, wenn ich es lesen kann. Ansonsten ja, wünsche ich Ihnen viel Freude und Erfolg und die Ausfahrt ist dann auf der anderen Seite. So, die Bühne befährt die Frau Sabine Gusic, Bachelor of Science in Engineering. Bachelorarbeit 1 und 2 für Magna Steyr geschrieben. Die Arbeit Nummer 1, Analyse der Anforderungen für die Integration von karosseriefesten, antriebsspezifischen Kleinkomponenten und deren Halterungen im Motorraum. Bachelorarbeit Nummer 2, die Entwicklung eines Berechnungstools zur konzeptionellen Dimensionierung einer Kardanwelle anhand von statischen Ersatzlastfällen. Der größte Dank gilt Ihrem Partner, der dieses Studium und somit alle Höhen und Tiefen gemeinsam mit ihr gemeistert hat und auch in schweren Zeiten immer wieder Mut gemacht hat, um nicht aufzugeben. Ja, der Herr Scharzenberger, was ich vergessen habe zu sagen, hat mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Seine Leistung ist sozusagen nicht zu schmälern, muss man nur aufpassen.
Ja, der erste Absolvent aus dem Bachelorstudium Business Software Development ist der Herr Florian Reisinger, der mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hat, und der Titel seiner Arbeit ist Einfluss von Cloud Computing auf IT-Infrastrukturdienstleistungen. Herzlichen Glückwunsch. Der nächste ist der Herr Daniel Lamprecht, Bachelor of Science in Engineering. Der hat ebenfalls mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden und das Bachelorstudium Business Software Development mit dem Titel App Growth durch UX Design abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Im weißen Skoda Octavia, der Herr Diplom-Ingenieur Thomas Windisch. Das Auto ist mir vertraut, die Person auch. Der Betreuer seiner Arbeit war nämlich ich, und er hat die Arbeit auch für mein Unternehmen geschrieben. War auch sehr zufrieden und er hat auch mit gutem Erfolg bestanden. Thema seiner Masterarbeit: mechatronische Funktionsintegration einer Optikbaugruppe. Und er bedankt sich bei allen, die ihn während seines Studiums unterstützt haben, und insbesondere seine Familie und seine Freunde und Kollegen. Die Bühne befährt als nächster Herr Stefan Steirer, der seine zwei Arbeiten für die Anton Bahr GmbH geschrieben hat. Arbeit Nummer 1, das Konzept für automatisierte Justierung und Verifizierung eines Partikelgrößenmessgeräts. Arbeit Nummer 2, Systemarchitektur und Simulation einer Automatisierungsanlage für die Justierung und Verifizierung eines Partikelgrößenmessgeräts. Auch er ist jetzt Bachelor of Science in Engineering.
Die Frau Ingenieur Stefanie Ehmann, Bachelor of Science in Engineering, hat das Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Und der Titel ihrer Bachelorarbeit lautete: Benutzerschnittstellen von Smart Home Geräten und die Rolle von Akzeptanzkriterien bei ihrer Nutzung. Herzliche Gratulation. Der Herr Diplom-Ingenieur Christoph Moritz hat für das Unternehmen Comptech GmbH die Masterarbeit Virtuelle Modellbildung zur Optimierung einer Siebdruckmaschine geschrieben. Und wie nicht anders zu erwarten war, ich kenne ihn aus dem Bachelorstudium sehr gut, hat er mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Der nächste ist der Herr Stefan Kienler, Bachelor of Science in Engineering, und er hat ein sehr aktuelles Bachelorarbeitsthema gehabt, nämlich Produktivität im Homeoffice bei agiler Vorgehensweise, und hat mit ausgezeichnetem Erfolg das Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Herzliche Gratulation. Der Herr Christoph Schwab, Bachelor of Science in Engineering, hat mit gutem Erfolg bestanden und fährt auch mit einem Fahrzeug des Unternehmens vor, das dieses Fahrzeug baut, Magner Steyr Fahrzeugtechnik in Graz. Bachelorarbeit 1, Erarbeitung von Stellgrößen für die Planung des Personaleinsatzes der Instandhaltung anhand vorgegebener Faktoren. Bachelorarbeit 2, Prozessplanung einer automatisierten Fehlererkennung von lackierten Karossen. Er hat mit gutem Erfolg bestanden. Der Herr Diplom-Ingenieur Tobias Bichler, Bachelor of Science in Engineering, ist unser erster Absolvent des Masterstudiengangs Wirtschaftsinformatik, dem wir gratulieren dürfen. Er hat mit gutem Erfolg und dem Masterarbeitsthema Sicherheitsrisiken beim Betrieb kritischer Geräte und Anwendungen im Smart-Home-Umfeld abgeschlossen. Gratulation. We'll be right back.
der Herr Ingenieur, Diplom-Ingenieur Paul Zwölfer, Bachelor of Science in Engineering, hat das Masterstudium Wirtschaftsinformatik abgeschlossen und der Titel seiner Arbeit lautet Online-Marketing für einen Seminarhotelbetreiber. Wir gratulieren ganz herzlich. Die Bühne befährt Herr Andreas Seelaus, Bachelor of Science in Engineering. Er hat beide Arbeiten für die AVL List GmbH geschrieben. Die erste Arbeit zum Thema Modular Engine Transportation System, die zweite Arbeit mit dem Titel Dummy E-Motor mit Drehzahl und Drehrichtungserkennung. Er bedankt sich bei seiner Familie für die Unterstützung und richtet auch liebe und herzliche Grüße an seine Tante aus, die leider nicht dabei sein konnte. Marcel Mocher, eigentlich Diplom-Ingenieur Marcel Mocher, Master of Science in Engineering, Bachelor of Science in Engineering, hat entsprechend auch mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden für das Unternehmen AVL List eine Masterarbeit zum Thema Virtual Sensors for Fuel Cell Systems geschrieben. Und was er aufgeschrieben hat, ist an meine Kollegen und Vortragende, ich nehme an, auch die Frauen sind mitgemeint, danke für die spannenden Freitage und Samstage. Vielen Dank auch dem Studiengangsteam Automatisierungstechnik für die Unterstützung und die Ermöglichung meines Auslandsaufenthalts. Ja, vielen Dank, das geben wir gerne zurück. Auch wir sind immer happy, wenn Leute als Zweit-, Dritt- oder Fünftstudium die Automatisierungstechnik wählen. Es ist nie zu spät, Automatisierungstechnik zu studieren. Michael Klammler, Bachelor of Science in Engineering, Bachelorarbeit 1 für die Andritz Hydro GmbH geschrieben, Erweiterung der Schwingungsanalyse um das Thema Wuchten, Bachelorarbeit 2, Erfassung der Wasserqualität eines Teiches für sich selber. Sollte Ihnen zwischendrin langweilig sein, keine Panik, schauen Sie einfach mal, wer kein silbernes oder schwarzes Auto fährt. Was auch spannend ist, wird es der BMW Z4 schaffen, von der Rampe runterzukommen, ohne anzustreifen. Also es gibt immer was zum Gucken. In dem Sinn ist es ganz lustig, bis zum Schluss dabei zu sein. Was die meisten von Ihnen nicht mitkriegen werden, ist, ob sich der Sprinterbus auch auf der Bühne ausgeht. Der Herr Diplom-Ingenieur Dominik Reiter ist der Nächste, Bachelor of Science in Engineering, und er hat das Masterstudium IT und Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Das Thema seiner Masterarbeit war Kundinnenbindung durch verschiedene Service in einer Applikation bei Apotheken schaffen. Herzlichen Glückwunsch! I'm
Die nächste ist die Frau Diplom-Ingenieur Ina Leubner, Bachelor of Science in Engineering, hat das Masterstudium IT und Wirtschaftsinformatik mit gutem Erfolg abgeschlossen. Ihr Dank gilt insbesondere Ihrem Partner und der Familie sowie dem gesamten IWI-Team. Vielen Dank an Sie. Der Titel Ihrer Masterarbeit war Digitale Transformation und Service-Transformation, die konzeptuellen Gemeinsamkeiten der Faktoren zur Messung dieser Trends. Herzliche Gratulation. Herr Diplom-Ingenieur Manuel Josef Gerold hat mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Die Masterarbeit Softwareanforderungen, funktionale Sicherheit auf Anwenderebene inklusive Analyse eines Softwareassistenten für die Glock GmbH. Und er dankt für die stetige Unterstützung in den letzten Jahren seiner Familie und seinen Kollegen. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Der nächste ist der Herr Gregor Giegerl, Bachelor of Science in Engineering. Und er hat ebenfalls mit ausgezeichnetem Erfolg das Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Tolle Leistung. Der Titel seiner Arbeit war Einarbeitungsprozesse, Onboardingprozesse, Grundgerüst zur Gestaltung strukturierter Onboardingprozesse. Herzlichen Glückwunsch. Der nächste ist der Diplom-Ingenieur Stefan Raminger, Bachelor of Science in Engineering. Der hat das Masterstudium Wirtschaftsinformatik mit gutem Erfolg abgeschlossen. Der Titel seiner Arbeit war Machine Learning zur präemptiven Steuerung im Smart Home. Und sein besonderer Dank gilt seiner Verlobten für ihre Unterstützung und auch einen großen Dank an die Familie und die neu gewonnenen Freunde aus dem Projektteam im Studium. Vielen Dank auch an Sie und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch an Martin Zellner, Bachelor of Science in Engineering, ebenfalls Absolvent aus dem Bachelorstudium Business Software Development. Und das Thema seiner Bachelorarbeit war Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation. Herzliche Gratulation.
Herr Andreas Molle, Bachelor of Science in Engineering, ist ein weiterer Absolvent unseres Bachelorstudiums Wirtschaftsinformatik. Er hat mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und das Thema seiner Bachelorarbeit war Chancen und Risiken von Big Data Anwendungen für Anbieter von Intralogistiklösungen. Gratulation! Frau Diplom-Ingenieur Nina Ganster hat ihre Masterarbeit für das Unternehmen Anton Bahr GmbH geschrieben mit dem Titel Analyse und Optimierung des Materialflusses der Metaware. Und ihre Worte ganz kurz und knackig. Vielen Dank für die tolle Unterstützung und Motivation. Der Herr Diplom-Ingenieur Florian Winkler, Bachelor of Science in Engineering, hat mit ausgezeichnetem Erfolg unser Masterstudium Wirtschaftsinformatik bestanden. Er hat es gemerkt, ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber nichtsdestotrotz herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Sein Thema der Masterarbeit war Auswirkungen von Elastizität auf Performance und Kosten in einem mandantenfähigen, containerbasierten Webshop-System. Herzlichen Glückwunsch. Die Frau Diplom-Ingenieur Viktoria Kapfer, Bachelor of Science, kenne ich wieder persönlich. Auch sie hat mit ausgezeichnetem Erfolg unser Masterstudium Wirtschaftsinformatik absolviert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Der Titel ihrer Masterarbeit lautete Hochschullehre in Zeiten einer Pandemie. Der Ingenieur Manfred Hab, Master of Business Administration, den ich mit besonderer Freude gratulieren darf, hat mit gutem Erfolg als erster den Masterlehrgang Service Engineering and Management bei uns abgeschlossen. Und das Thema seiner Masterarbeit war Zahlungsbereitschaft für digitale Services auf Basis von Condition Monitoring in mobilen Recyclingmaschinen mittelständischer Unternehmen im Sondermaschinenbau mit starker Exportorientierung. Lieber Manfred, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. I'm dealing with pressures, I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing, I know I've been missing, I needed some personal time. Call the pitches, the mentions, I don't want your digits, I mean it, I'm staying inside. Check out.
Daniel Leidorfer, Bachelor of Science in Engineering, hat mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Beide arbeiten für die AVL List GmbH. Die arbeiten eins mit dem Titel Auswirkung der Signalverzögerung und Phasenverschiebung von Stromsensoren bei der Wirkleistungsermittlung und Bachelorarbeit 2 Analyse und Möglichkeiten der Kompensation der Signalverzögerung und Phasenverschiebungen von Stromsensoren. Er hat nicht nur einen ausgezeichneten Erfolg, er ist auch einer von den Kandidaten für den längsten Bachelorarbeitstitel. Ist zwar nicht der Gewinner dieses Contests, aber trotzdem sehr fein gemacht. Der Herr Diplom-Ingenieur Christopher Wieser, Bachelor of Science in Engineering und ebenfalls erfolgreich unser Masterstudium Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Das Thema seiner Masterarbeit lautet Homeoffice und seine Auswirkungen auf die Mitarbeiterführung im öffentlichen Dienst. Herzliche Gratulation von der gesamten Studienrichtung. Vielleicht noch dazu erwähnen können wir, dass der Fahrer dieses Fahrzeugs, der Papa Wieser, bei uns lange Zeit als Lektor gewirkt hat. Und es ist immer schön, wenn jemand, der bei uns arbeitet, auch seine eigene Familie an diese Fachhochschule studieren gehen lässt. Unnötig zu erwähnen, dass der Herr Wieser im Studiengang Marketing gearbeitet hat. Der Herr Ingenieur, Diplom-Ingenieur Stefan Greil, Master of Business Administration, hat ebenfalls wie der Herr Manfred Hab zuvor schon den Masterlehrgang Service Engineering and Management erfolgreich bestanden. Und das Thema seiner Arbeit war Entwicklung eines datenunterstützten Serviceportals für das Customer Service der Siemens Mobility. Evaluierung der Technologieakzeptanz. Einen ganz herzlichen Glückwunsch von uns als Studienrichter. Herzlichen Glückwunsch auch an die Frau Theresa Dietinger, Bachelor of Science in Engineering, hat ebenfalls mit ausgezeichnetem Erfolg das Bachelorstudium Business Software Development absolviert. Das Thema ihrer Bachelorarbeit war Usage of Gamification Elements in Agile Software Development. Einen ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Studienrichtung.
Einen herzlichen Glückwunsch von meiner Seite auch an den Herrn Martin, Ingenieur Martin Stockreiter, Master of Business Administration, der ebenfalls einer der ersten Absolventen unseres Masterlehrgangs Service Engineering and Management ist. Das Thema seiner Masterarbeit war Digital Services, Einsatz eines unternehmensinternen Digital Services in der Nutzungsphase von Messgeräten in der Automobilbranche. Der größte Dank gilt seiner Frau und seinen beiden Söhnen und außerdem wünscht er seiner Mutter eine gute Genesung. Das machen wir natürlich auch und gratulieren noch einmal herzlich. Als nächstes fährt auf die Bühne Herr Andreas Schmidt, Bachelor of Science in Engineering. Er hat mit gutem Erfolg bestanden und beide Arbeiten für Bauger Maschinenbau GmbH verfasst. Die Bachelorarbeit 1 mit dem Titel Konturerfassung von Ziehplatinen, die Bachelorarbeit 2 mit dem Titel Statisch-mechanische Analyse eines Anhängerrahmens im Zuge der Serienüberleitung. Ein weiterer Absolvent unseres Masterlehrgangs Service Engineering and Management ist der Diplom-Ingenieur Alexander Grobert, ebenfalls Master of Business Administration. Auch ihm ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Studienrichtung. Das Thema seiner Masterarbeit war Akzeptanz von Mobile Payment am Point of Sale. Gratulation! Der Herr Michael Kochauf, Bachelor of Science in Engineering, hat unser Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik abgeschlossen und der Titel seiner Bachelorarbeit war Evaluierung und Implementierung von Sprachassistenten zur Unterstützung von Softwareunternehmen bei deren Durchführung von Teststrategie. Herzlichen Glückwunsch! Als nächstes fährt auf die Bühne Herr Burkhard Schachner. Beide Bachelorarbeiten zum Thema PMCNC, beide Bachelorarbeiten im Unternehmen PMCNC Technik und Schulungs GmbH, ein bisschen zu viel Buchstaben auf diesem Zettel, geschrieben. Bachelorarbeit 1, der Titel war Konzeptionierung einer Axialverstelleinheit zur Ablenkung von Fließgut. Bachelorarbeit 2, Optimierung des Chassis eines ferngesteuerten Geräteträgers mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode. Der Herr Bachelor of Science in Engineering
möchte sich sehr herzlich bei allen Wegbegleitern für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit bedanken. Herr Marco Kroger, Bachelor of Science in Engineering. Die erste Arbeit bei der AVL List GmbH mit dem Titel Bidirektionale Schnittstelle zum Austausch von Automatisierungsdaten. Die zweite Bachelorarbeit bei Magna Energy Storage Systems GmbH mit dem Titel Automatisierung einer Berstdruck-Testanlage. Ja, mit einem besonders exklusiven Taxi kommt die Frau Doris Aldrian, Bachelor of Science in Engineering. Das Thema ihrer Bachelorarbeit war die digitale Kommunikation einer Gemeinde. Welche Maßnahmen einer digitalen Kommunikation innerhalb einer Gemeinde sind maßgeblich für die Zufriedenheit der Bürger? Sie hat ebenfalls das Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik abgeschlossen und wir gratulieren ganz herzlich. Herr Diplom-Ingenieur Marcel Bergner. Seine Arbeit hat er geschrieben beim Unternehmen Flextronics International Gesellschaft MBH zum Thema Tape and Reel Controller Customization. Und das freut mich ganz besonders, dass er mit gutem Erfolg bestanden hat. Erstens deshalb, weil ich die Arbeit betreut habe und es war wirklich eine sehr schöne Arbeit. Zweitens, weil ich als Exil-Wiener, man hört es vielleicht eher am Dialekt, in Kärnten so freundlich aufgenommen wurde und eine wunderschöne Firmenführung genießen durfte mit wirklich vielen Details, was halt für einen Automatisierungstechniker immer ein besonderes Highlight ist, wenn man wo reinschnuppern darf, wo man normal nicht reinkommt. Und wir wissen alle, die Wiener und die Kärntner, sie sind die besten Freunde, ne? Sie kennen sicher das Lieblingskennzeichen der Kärntner, das M, ja, ist ein Wiener, der am Dach liegt. Wir als Wiener haben natürlich auch unsere Witzchen über die Kärntner, nicht so, warum steht der Lindwurm in Klagenfurt, aber die Antwort, die müssen selber recherchieren. Der Herr Diplom-Ingenieur Maximilian Werschitz, Bachelor of Science in Engineering.
hat das Masterstudium Wirtschaftsinformatik mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das Thema seiner Masterarbeit war Konzipierung und Implementierung eines Gateway-Prototypen-Adapters, um Smart Services mit Telemetrie bzw. Messdaten unter Verwendung eines Einplatinencomputers zu versorgen. Ganz herzliche Gratulation zur Auszeichnung. Ja, noch kurz als Nachtrag für den Herrn Bergner. Er möchte sich bei allen bedanken, die ihn beim Studium unterstützt haben und besonders bei den beiden Kumpanen Manuel und Michael, sowie bei seiner Familie und seiner Freundin Verena. Nur, dass wir das nicht vergessen. Herr Wolfgang Weingraber, Bachelor of Science in Engineering. Beide Bachelorarbeiten für das Unternehmen SSI Schäfer Automation GmbH geschrieben. Arbeit 1 mit dem Titel Aufstellung eines Verfügbarkeitsmodells im Warenausgangsbereich einer automatisierten Intralogistikanlage. Arbeit 2 simulationsgestützte Durchsatzanalyse unter Berücksichtigung von Verfügbarkeiten in der Intralogistik. Er hat mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Wolfgang Jast, Bachelor of Science in Engineering. Er hat mit gutem Erfolg bestanden. Das Unternehmen, für die er beide Bachelorarbeiten geschrieben hat, das passt gut zum heutigen Klima, für die Brauunion Österreich AG, Brauerei Göss. Titel der ersten Arbeit, Untersuchung des Kippverhaltens von Flaschen durch Berechnung und Bewegungsanalyse. Bachelorarbeit 2, Untersuchung der Lebensdauer eines prozesskritischen Elastomerbauteils. Er bedankt sich bei seiner Firma, den Kollegen und besonders dankt er für die Unterstützung und die Geduld der Familie, der Freunde und auch der Lebensgefährtin. About to see the world in action, what we can be, life with no
Herr Diplom-Ingenieur Michael Lesiak. Seine Arbeit, Masterarbeit, hat er geschrieben für das Unternehmen PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH mit dem Titel Condition Monitoring als zukünftige Ausstattung von Anlagen in der Automatisierung. Er hat mit gutem Erfolg bestanden. Und er dankt der Familie und den Freunden für die Unterstützung während des Studiums. Der Herr Ingenieur, Diplom-Ingenieur Stefano Repolust, Bachelor of Science in Engineering, hat mit der Abschlussarbeit Einflussfaktoren des Data Minings of Predictive Maintenance für ein Warehouse Management System in der Logistikbranche und vor allem mit ausgezeichnetem Erfolg das Masterstudium Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Und dazu eine herzliche Gratulation von unserer Seite. Jan Kranner, Bachelor of Science in Engineering. Beide arbeiten für das Unternehmen SSI Schäfer Automation GmbH. Die erste Arbeit mit dem Titel Dynamische Kartondrehung in Intralogistikanlagen. Die zweite Arbeit mit dem Titel Untersuchung der auftretenden Spannungen in einer Förderbandantriebswelle in Abhängigkeit von der Krafteinleitungsart. All of my people a portion of building a fortune on flipping the ride. I can't be mixing with iffy the vibe. 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know. Thinking I'm blind. Cross on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts. I'm dealing with pressures. I know it's a lesson. That's word of the wise. Dubbing the mixes. I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Full of pitches, dimensions. I don't want your digits. I mean it. I'm staying inside. Take out.
Stau gibt es in Graz überall, auch hier sind wir gewohnt als Grazer in der Sommerzeit. Der Nächste, der die Bühne jetzt noch endlich befahren darf, ist der Patrick Brosen, Bachelor of Science in Engineering. Beide arbeiten für die EVG Entwicklungs- und Verwertungs GmbH geschrieben. Die erste Arbeit trägt den Titel Optimierung eines Hallenlayouts zur Effizienzsteigerung im Bereich der Cut-and-Band-Produktion. Und die zweite, sehr ähnlich, Optimierung eines Hallenlayouts zur Effizienzsteigerung im Bereich Cut-and-Band-Produktion, aber diesmal mit Plant Simulation als Software-Tool. Er hat mit gutem Erfolg bestanden. Frau Stefanie Amicic hat ebenfalls den ersten Durchgang, den ersten Jahrgang aus unserem Bachelorstudium Business Software Development absolviert. Das Thema ihrer Abschlussarbeit lautet kurz und knapp Fake-Rezensionen und wir gratulieren als Studienrichtung ganz, ganz herzlich zum Abschluss. Thomas Gangl, Bachelor of Science in Engineering, hat das Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Das Thema seiner Abschlussarbeit war Online-Marketing, Usability-Maßnahmen für Online-Shops im Bereich des alternativen Weinbau. Im Namen der gesamten Studienrichtung möchte ich ganz herzlich gratulieren. Troubles from there.
Herr Diplom-Ingenieur Stefan Leitner hat für FB Industry Automation GmbH die Masterarbeit mit dem Titel Neuentwicklung eines kompakten Regal-Shuttle-Systems für Kleinteile geschrieben. Freut mich persönlich sehr, weil wir auch in Projekten zusammenarbeiten durften mit dem Unternehmen. Und sein größter Dank gilt seiner Freundin Katrin und seiner Familie, die ihn immer tatkräftig unterstützt haben. Und Grüße gehen auch raus an die ATM19-Kollegen. Spezieller Dank an die Freunde Philipp und Lukas. Marc Breed, Bachelor of Science in Engineering. Beide arbeiten für das Unternehmen Logic Data Electronic und Softwareentwicklungs GmbH geschrieben. Erkennt man übrigens am Kennzeichen. Arbeit Nummer 1, Konzeptionierung einer reproduzierbaren Kraftmessung inklusive Prüfnormal für eine Linearaktuatorproduktion. Bachelorarbeit 2, Auslegung, Simulation und Umsetzung eines Prüfnormals für Auszugskraftmessungen in einer Linearaktuator-Produktionslinie mit praktischer Validierung der Simulationsergebnisse. Damit ist er eindeutig der Gewinner des Wer hat den längsten Bachelorarbeitstitel Contest. Er möchte auch seiner Familie zu ihren starken Nerven gratulieren, auch interessant, ne? Und dankt für die Unterstützung. Und was er auch noch gerne ausrichten möchte: auf die Schwarzen! Herr Joshua Eder, Bachelor of Science in Engineering. Er hat mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Beide Arbeiten hat er für die AVL List GmbH geschrieben. Die Bachelorarbeit 1 mit dem Titel Brennstoffzellen-Abgasmodul, damit der Gewinner des kürzesten Bachelorarbeitstitels in diesem Jahr. Bachelorarbeit 2, Automatisierung eines Anionen-Austausch-Membran-Teststandes. Und ganz kurz und knackig, er möchte sich bei allen bedanken. Herr Diplom-Ingenieur Stefan Strobel hat für das Unternehmen Siemens Energy Austria GmbH Transformer Schweiz die Masterarbeit mit dem Titel Automatisierung der Isolationsprüfung der Transformatoren Sekundärverdrahtung geschrieben.
und er bedankt sich bei seiner Freundin, seiner Familie und seinen Kollegen für die Unterstützung. Frau Diplom-Ingenieur Katharina Ebner hat für FB Industry Automation GmbH eine Masterarbeit mit dem Titel Entwicklung eines Paletten-Shuttle-Systems geschrieben. Und traurig aber war, ist der Sprinterbus stehen geblieben und es ist ein anderes Auto genommen worden, weil die Bühne den Sprinter nicht aushält. Das hätten wir gerne gesehen. Eine Dame in der Automatisierungstechnik mit einem gescheit großen Auto mal vorfahren. Leider nein. Sie möchte aber auf jeden Fall noch sich bei allen Freunden und der Familie für den Beistand während der Studienzeit herzlich bedanken. Mit den Worten, ihr hattet immer ein Ohr offen und habt mir auch eure Nerven zur Verfügung gestellt, die ich mit... Am Schluss, bitte anerkennt die akademische Viertelstundenverspätung nun endlich offiziell. Ja, nachdem nun alle Autos abgefertigt sind, bleibt noch die Fotosession für alle. Uns bleibt noch uns zu bedanken fürs Dabeisein, dabei bleiben. Viel Erfolg, viel Freude mit dem erworbenen Titel. Vielleicht sehen wir uns wieder beim Masterstudium oder beim nächsten Studium. Herzlichen Dank, schönen Tag. Oder anders gesagt, genießt es, habt Freude, ihr habt es euch verdient. We'll get away. This is what we wish.